So, und damit herzlich willkommen zu Opus Magnum. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist und wie genau das funktioniert. Ich habe am Anfang jetzt schon mal ein bisschen herumgeklickt und das sorgt leider dafür, dass man das nicht wieder resetten kann und die ersten Sachen schon irgendwie aktiviert sind. Wir klicken uns aber nochmal dadurch. Wir sind quasi im Prolog. The Transmutation Engine. Und das erste sind die Lab Rules. Access restricted to graduate level Alchemical Engineering Students. Das klingt alles so ein bisschen nach bla bla. Das ist quasi mehr so Rollenspiel als das, was uns Spieler interessiert. Sowas wie No food or drink is permitted in the lab. Während wir aber hier natürlich unseren Kaffee trinken können. So. Dann gibt es die erste Lesson. Und zwar Introduction. Ich nehme mal an, dass wir eine von den beiden Personen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. I'm amazed you put off learning how to use the transportation engine for this long. I was concentrating on working by hand, you know that. Anatheus, we are about to graduate. I know, that's why I need you to summarize all this for me as fast as you can. So. Im Grunde, was ich gemacht habe, ist, dass ich hier in diese Maschine reingegangen bin und ich habe auf Play gedrückt. Das ist anscheinend eine Maschine. Wir wissen nicht genau, wie, oder ich weiß zumindest nicht genau, wie es funktioniert. Build all products. Press the play button below to start the transportation engine. Genau, hier kann man quasi so ein bisschen wie in einem Programm. Hier kann man so durchsteppen. Und hier wird das ganze Programm abgefahren. Und hier hat man quasi die einzelnen Schritte, die hier gemacht werden. Also hier hat man quasi zum Beispiel Grab. Hier hat man rotiere den Arm gegen den Uhrzeigersinn ein Sechstel. Das sind diese Produkte, die wir anscheinend herstellen sollen. Burner Fuel. Und das hier oben sind Reagenzien. Das heißt quasi, wir haben anscheinend diese Reagenzien hier. Die haben diese Arme 1 und 2. So, genau. Und das ist auf der Schiene 1. Das heißt, das ist anscheinend der Arm 1. Und die erste Instruktion, die er hat, ist, das zuzumachen. Das heißt, genau. Das heißt, der geht jetzt zu. Dann kommt die Drehung. So, dann kommt noch eine Drehung. Dann wird wieder geöffnet. Dann kommt wieder eine Drehung. Dann wieder eine Drehung. Dann wird geschlossen. Und jetzt kommt der zweite Arm ins Spiel und das passiert hier parallel. Dass er quasi sich dreht. Der wurde geschlossen. Jetzt drehen sich beide. Jetzt wird. Hat er den jetzt hier mit rübergeschoben? Jetzt wird der geöffnet, der dreht sich weiter. Hier werden anscheinend irgendwelche Verbindungen dann geknüpft automatisch. So, das hier heißt, weiß ich nicht. Einer macht eine Drehung, bei dem anderen weiß ich nicht, was er jetzt tut. Ach, der schiebt den rüber. Das ist quasi so ein Verlängern, so ein Stretch. Stretch out. Ach so, mit dem da rausschieben scheint er das verändern zu können. Von dem Dreieck wird dann zu so einem O. Oder was? Und das ist hier dann eine Schleife. Und hier rechts kann man immer sehen, wie viele Products wir schon gemacht haben. Hier steht man Cost, das ist quasi anscheinend, wie viele Cycles das dauert. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das das heißt. Oder ob das ist, wie viele Schritte man gegangen ist. Oh Gott, ich hoffe, das kann man sehen. Das ist alles super winzig, ne?
Also ich meine, es ist auf 1080p gut leserlich, aber es ist schon sehr klein. Es ist schon sehr klein. Ich gehe nochmal zurück. Ich will nämlich mal wissen, wie. Kann ich die hier irgendwie verschieben oder so? Nee. Aktuell kann ich hier nichts machen. Das ist jetzt das erste Ding, ist anscheinend nur zum Angucken. Extend Instruction, Reset Instruction. So, und was ist das hier? Glyph of Calcification. Transmute any of the four cardinal elements, air, fire, water and earth, into a neutral salt. Okay, und das ist Feuer. Und das wird dann quasi transmutiert. Was kann ich hier? Show Ghost Atoms? Ah, und wir haben hier noch so ein Diagramm. Luft, achso, Salt ist quasi das mittlere Ding, das brauchten wir hier. Feuer, Erde, Wasser, also Feuer, Erde, Wasser, Luft. Dann gibt es hier noch Leben und Tod. Und hier gibt es Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Zinn und Blei. Hier ist noch Quecksilber und hier stehen keine Namen dran. Na gut, das ist anscheinend so ein Ding, wo man das nur erstmal sieht, wo man sich es erstmal nur angucken kann. So, und man konnte dann hier auf New einfach drücken und dann erstellt er hier neue. Aber das ist ja hier immer schon fertig, von der verstehe ich es irgendwie nicht so ganz. Also jetzt wird er halt wieder durchgehen. Na gut. Dann gehe ich jetzt hier zurück. Genau, das hatte ich nämlich schon mal gemacht. Und jetzt ist quasi die erste Lesson Arms. What's next? Okay, jetzt gucken wir uns dieses Ding hier an. Place an arm below, setting the rotation and length so that the gripper is over the reagent. Okay, ich habe eine Drop-Instruction, eine Grab und wir können nach links und rechts rotieren. Und wir haben hier oben einen Arm. Und der kostet anscheinend 20 Gold, das heißt, das ist so ein bisschen das, was jetzt irgendwas kostet. So. Und dem würde ich jetzt sagen, dass er dem Arm ausfahren soll, aber das geht ja nicht, weil die Instruction haben wir nicht zum Ausfahren. Ach so, das kann man erstmal kann man das komplett frei machen, oder ist das komplett frei, aber beim Anfang kann man das erstmal so machen, okay. Dann würde ich ihm jetzt sagen, mach zu. Dann dreh dich zweimal. Nee, ist immer ein Sechstel. Das heißt, wir müssen das dreimal machen, damit er eine halbe Drehung hat, und dann öffne das. Und dann dreh dich wieder dreimal. Dann schließ das. Und dann dreh dich dreimal. Und dann öffne das. Ich weiß nicht, ob sich das automatisch dann noch wiederholt oder nicht.
Ach, das ist natürlich okay. Das heißt, es wiederholt sich automatisch. Das heißt, es würde viel schneller gehen, wenn wir den zweiten Schritt weglassen. Okay, es hat aber funktioniert. You want an arm to rotate what it's gripping, as opposed to the arm itself rotating. That's right. In those cases, you'll use pivot instructions. Okay. Also jetzt quasi zu. Ach so, das ist ja im Grunde hier oben schon vorgezeigt. Dann links drehen, dann um die eigene Achse. Dann öffnen und dann weiter. Finde ich gut. How nice that is. This is so easy for you. Piston arm is a special kind of arm that can extend and retract. Okay, place the piston arm below, instruction to make pick up the region and move it to the product output. Okay. So, der soll den greifen. Jetzt erstmal zumachen. Dann müssen wir die Länge variieren. Also einmal retract. Und dann brauchen wir drei Dinger nach links. Dann öffnen. Achso, öffnen brauchen wir nicht, weil wir resetten können. Das heißt, dann schmeißt das weg und geht wieder zurück. Das ist zu weit. Kurz was gucken. So, sieht aber soweit eigentlich gut aus. Diese Tracks erinnern mich wirklich irgendwie an eher an so ein Videoschnittprogramm oder Musik oder so. Create a track between the. Achso, das ist gar nicht gemeint mit den Tracks, okay. Ah, das heißt.
So. Jetzt kommt ein Arm. So, und der wird erst zu. Und das heißt quasi, es geht auf den Track weiter. Das heißt, ich muss zwei fahren. Und ich muss mich um zwei drehen. Und dann öffnen. Ah ne, dann zurück reicht. Cool. Okay, also die Frage war gerade, ob man mehrere Arme auf einen Track packen kann. Und die Antwort war, ich weiß es nicht. Probier es doch aus. Okay, use a piston arm and a glyph of calcification. Genau, damit wir aus dem müssen wir ein Salz machen. Das heißt, wir gehen darauf, wir machen das zu, wir gehen ein zurück. Ist gar nicht, ob man das dann aufmachen muss oder ob es reicht, wenn wir das über das rüber schwenken. Also der schwenkt das nur rüber und er müsste das eigentlich reichen. Dann eins nach rechts und dann zurück. Modern Alchemical Engineering. Sehr cool. Ah, genau, das war dieses Ding, was man am Anfang gesehen hat. Das Glyph of Bonding, da geht das dann quasi zusammen. Frage ist so ein bisschen, was passiert dann? Also die drehen sich jeweils. Also die gehen jeweils zu. Das geht eins nach links, das geht zwei nach rechts. Das heißt, es nimmt es dann gleich mit. Ah, das geht auf und das dreht sich weiter. Das heißt, es nimmt es dann mit. So, das heißt, bei den beiden muss ich machen, dass die erstmal zumachen. Das Dreier dreht sich nach links, das andere dreht sich nach rechts. Das eine geht auf und das Dreier dreht weiter. Geht das so? Moment. Ach, das muss erst noch. Ah, okay. Das muss ich noch um eins rechts drehen.
Es gibt jetzt eine Sache, die ich noch nicht ganz verstehe, und zwar. Okay, also wenn ich sage Reset, dann warten alle anderen, bis alle resettet sind, okay. Deswegen. Das heißt, es könnte theoretisch schneller sein. Wobei die Maschine ja eh zum gleichen Zeitpunkt im Schischern kommt, fertig ist. Weil der die beiden Arme müssen ja jetzt auf die rechts jeweils warten. Obwohl die links dann gar nichts zu tun haben. Uiuiui. Ui, ui. Okay, wir müssen ja nicht durchscrollen, wir haben eine relativ hohe Auflösung. Okay, das heißt, das müssen wir herstellen. Das heißt, ich mache jetzt zwei Reagenzien. Keine Ahnung, ob das jetzt so funktioniert. Das ist ganz schön schwierig, ey. Das geht bestimmt mit den Pistenarms, aber wenn, mit den normalen. Aber wir nehmen jetzt mal zwei davon. Nee, ich komme ja gar nicht dran. Moment, jetzt muss ich mir erstmal irgendwie Gedanken machen. Also angenommen, ich schiebe das hier rüber und dann eins nach oben. So. Und der jetzt hier, und der schiebt es hier rauf. So, und der könnte es dann eins weiter schieben. Also hier hin. Dann brauche ich hier aber nur einen normalen. Und hier könnte ich natürlich auch einen normalen nehmen. Ich nehme aber jetzt mal den hier, weil ich noch das nicht richtig gebacken kriege. Okay, der eine Arm. Also erstmal müssen sie beide zugreifen. Der eine Arm muss dann ausstrecken. Dann eins nach links. Dann wieder eins nach links. Okay, na gut, der schiebt das natürlich nach rechts rüber. Ach so, das geht trotzdem nicht.
Was? Es kollidiert trotzdem? Geht das vielleicht? Also, soweit so gut. Der soll jetzt quasi nach links rüber. Wieder nach links rüber. Wieder nach links rüber. So, das sieht doch schon mal gut aus. Der andere. So, der muss jetzt einfach noch einmal nach rechts drehen. Es geht bestimmt viel einfacher und viel besser. Current Score 80. Hier sieht man, wer anscheinend wie lange braucht. Das heißt, es sind viele Leute, die es mit 50 schaffen. Cycles 62. Area ist gut, aber es geht auch noch schneller. Code GIF? Ach, lustig. An animated GIF has been. Ganz echt GIF. Ich habe mich vorhin drüber unterhalten, dass es wirklich Leute gibt, die GIF sagen. GIF has been saved to your desktop. Okay. Schön. Was ist denn jetzt so teuer? So, die kosten 40 und die kosten nur 20. Ja, ach komm, wir machen erstmal weiter. Wir können das auch viel später noch optimieren. Ja, damit sind wir mit dem Tutorial erstmal durch und sind im ersten von anscheinend 5 und dann ist hier noch was Graues extra. Erst von 5 Kapiteln. Chapter 1, Life in the Great House. Best of luck to you. How did it go? A nightmare.
Okay, also wir sollen aus Blei Gold machen. Okay, also mit einem Quecksilber können wir immer das nächstwertigere Metall erzeugen. Das heißt im Grunde, brauchen wir nur einen Arm und der fängt hier unten an. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Muss man das da dann immer rüberziehen? Also kann ich das jetzt schließen? Eins nach links drehen? Nee. Ah. Aber das muss erst darauf gezogen werden, ne? Das heißt, wir könnten, okay, das ist natürlich jetzt sehr langsam, ne? Aber wir können den darauf schieben. Dann geben wir zwei nach rechts. Ist dann sehr günstig, aber sehr vom Bauen her, aber sehr aufwendig. So, und dann drei nach rechts. Oder? Wo bin ich jetzt? Hä, nochmal. Also ich gehe rüber. Jetzt nach rechts. Jetzt nach rechts. Ich nehme das. Jetzt nach rechts. Achso, ich habe hier das Falsche genommen. Nicht drehen, sondern nach rechts gehen. So, dann eins nach rechts nehmen und eins, zwei, drei nach links. Und dann zurück. Ach so, nee, ist ja falsch. Nee, 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 ist ja falsch, ist ja falsch, ist ja falsch. Ich muss ja erstmal. Das mehrfach machen.
Nee, Moment, irgendwas. Also, ich nehme den, ich pack den da drauf. So. Und diesen Bereich muss ich eigentlich nur wiederholen. Aber den kann ich nicht, das kann ich nicht irgendwie nur resetten, dass ich nur das hier nehme. Oder? Also das letzte Ding ist jetzt, dass ich den ablege. So, und jetzt habe ich hier das nächstwertigere Metall. So, da muss ich jetzt immer 2 nach, 1, 2, 3 nach links nehmen und 3 nach rechts. Aber das kann doch nicht irgendwie hier der Sinn sein. Musst du hier irgendwie Sprungmarken oder so setzen können? Trades a Sequence. Aber das macht er dann anscheinend alles. Also es geht so, aber irgendwas kriege ich hier nicht. Ne, okay. Also das letzte ist zu viel. Das heißt... Das heißt, das müsste jetzt schon zu Gold werden, ne? Das ist jetzt Gold.
So, und wenn du dann Gold hast, dann gehst du noch einmal nach rechts, holst dir das, gehst 1, 2, 3 mal nach links. Und das wiederholen wir jetzt einfach mal wieder. Kost ist natürlich super niedrig, dauert aber sehr lange. Ja, Kost ist auf den niedrigsten Cycles, ist irre hoch. Area ist aber dafür auch super niedrig. Ja, ist okay. Uiuiuiuiui. Phantassen. Ich finde irgendwie schade, dass ich das hier nicht verstehe. Repeat the preceding set of instructions. Aber das, genau das macht doch das andere auch. Also wenn ich sage jetzt links, dann mache ich das. Und wenn ich dem sage links. Und das hier, dann ergibt es doch dasselbe, oder nicht? Ach so, das Reset jetzt ist für alle, ne? Ach so, nee. Weil das sagt, wiederhol das die ganze Zeit. Während das sagt, mach wieder von vorne und geht zur Ausgangsposition, wiederhol das dann. So. Ich soll aus Erde dieses Zeug hier machen. Funktioniert das? Zwei muss eigentlich nur beide gleichzeitig zugreifen.
Das geht, okay. Müsste doch eigentlich gehen, oder? Eins greift zu. Dann nach rechts. Dann wieder nach rechts. Nach rechts. Und nach rechts. Der greift zu. Auch gegen den Uhrzeigersinn. Der ist dann schon beim Reset. Und der muss dann noch eins nach links, also eins wieder zurück. Und jetzt muss er es noch drehen. Okay, so rum geht nicht. Also müssen wir es andersrum drehen. Naja, eins mehr drin. Niedrige Kosten, mittelmäßig Cycles. Wenig Area. Ich muss sagen, dadurch, dass man ja im Grunde unendlich Ressourcen hat, muss ich mal gucken, wie viele Einschränkungen es dann auch noch gibt, weil sonst ist es ja vergleichsweise einfach. Oder übersehe ich dann was? Wahrscheinlich übersehe ich dann was.
Aber man kann ja so viele verschiedene Greifarme und so benutzen, wie man mag. Oder muss man dann selber sich so ein bisschen die Ziele setzen, ob man noch überlegt, ob man das irgendwie noch schneller oder so hinbekommt? Also vom zweiten ist eigentlich ganz simpel. Der greift zu, der dreht sich dann Uhrzeigersinn und dann wiederholt er das. So. Beim ersten ist schwieriger. Der erste greift zu, dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Fährt einen aus, legt ab, fährt zurück, dreht sich zurück, greift zu, dreht sich nach links, dreht sich noch einen nach links und dreht das ganze Ding dann nach rechts und wiederholt sich. Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Hä? Ach. Nee. Nee, 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 okay. Moment, wo ist jetzt schiefgegangen? So. Zugreifen, jetzt nach links drehen? Okay. Das verwechsel ich irgendwie total oft. So, das müsste jetzt stimmen. Würde auch schneller gehen mit einem dritten Greifarm, dafür sind die Kosten ziemlich niedrig. Kosten sind niedrig, Cycles, ja. Würde halt mit einem dritten Greifarm deutlich schneller gehen, ne? Area ist auch okay. Hangover Cure. Das könnte nützlich sein. So, dann müssen wir das herstellen. Das ist ja im Grunde nicht so unterschiedlich, nur dass wir diesmal nur eins haben, mit dem wir arbeiten müssen.
Quatsch. Funktioniert das so? So, also erster muss der zweite das in die Mitte droppen. Und dann zurück. So, dann nimmt er's und legt 1, 2, 3, legt das dahin. Und ich glaube, für ihn ist das dann schon zu Ende. Hat er die beiden gefüllt. So, der nimmt den und dreht sich 1, 2, 3, 4, 5 mal nach rechts. Das war's eigentlich. So, und der oben. Wenn die beiden fertig sind, der greift zu. Dreht sich zweimal nach links. Also für mich ist das irgendwie immer links rum. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. So rum wäre es ja dann rechts rum. So rum ist es links rum. Keine Ahnung. Ist dann auch fertig. Achso, die beiden müssen verschoben sein, damit die... Der Zweier macht das mal zuerst. Oder kann man das so parallel machen? Ist eigentlich auch okay sein. Ich kann das nicht so rumziehen, ich muss in die andere Richtung ziehen. Reicht es so? Und jetzt muss er noch einmal das links rumdrehen. So, das müsste jetzt passen. Yes!
Okay, dieses Ding müssen wir bauen. Wie baut man sowas Längeres? Kann man einfach so eins noch mit dem zusammenpacken? Also angenommen, ich habe jetzt... Nur als Test. Also der Zweier nimmt zu, zwei nach links, auf, zwei nach rechts, zu, eins nach links, auf. So. Und der einer... Nimmt den, ausstrecken, und dreht sich dann mit dem ganzen Ding nach rechts. Und der hier packt den dann da dran. So. Ey, manchmal verstehe ich es nicht. Okay, also die zu drehen die sich alle so drehen. Das sind nur 2 und 3 am Werk. So, eins weiter. Wieso macht 2 jetzt schon wieder irgendwas? Wieso fängt er denn da schon wieder von vorne an? Ich habe noch gar nichts gesagt. Kann ich irgendwie leere Instructions oder so reinmachen?
Okay, also es ist so, dass man so diese Struktur hinkriegen würde. Dass er sich dann zusätzlich verkettet mit diesen Dingern. Ah, oh, schwierig. Schwierig. Ja, im Grunde können wir das ja weiter benutzen, oder? Ach, kann ich die einfach kopieren? Ich kann nur direkt ganz viele verschieben. So, also außen müssen ja diese Salt-Dinger sein. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal den Zweier angucke, das ist richtig. So. Bevor das aber darüber schiebt, müsste der quasi einmal nach rechts gehen. Dann eins nach links weiter. Und hier müsste so ein Ding dann. So, und der hier, der muss quasi auch über so eins rüber. So, da fehlt jetzt nur noch einer, der das am Ende abholt. Warte mal, am Ende. Hä? Achso, es geht nicht. So, und der soll sich den greifen. Dann zwei nach links. Dann soll er den loslassen. Dann zwei nach rechts. Dann wieder den greifen. Und dann aber ein, zwei und dann aber drei nach rechts. So, und jetzt hat den 1. Und 1. Das müsste gespiegelt sein, ne? Das ist falsch rum. Kriegen wir dieses Ding irgendwie hin? Nee. Das ist so ein Zickzack und das geht beides dann jeweils gerade am Schluss.
Also wenn das hier so drauf wäre. Ach, ich glaube, ich mache nochmal neu. Also das brauchen wir am Ende. Und am besten wäre es eigentlich, wenn wir davon zwei einzelne machen. Also wir machen quasi... Wir verketten das. Haut das hin? So, eins würde jetzt nur zweimal, also nur greifen. Zweimal nach links. Und dann ist eins schon fertig. So, dasselbe würde ich machen in die andere Richtung. Moment, was ist mit zwei? Achso. So. So weit, so gut. Okay, also die 5 muss ich 1, 2, 3, 3 mal nach links. Und der andere mal nach rechts. Gott, ey. Ich kann mir sowas überhaupt nicht verstehen.
Nochmal. So. Jetzt geht die 3 nach links. So. Und jetzt sollen 4 und 5 die drehen. Na, okay, das wird nix. Ja, bei 5 genauso wenig. Oh Gott. Okay, also der... Dieses Ding, das haben wir im Grunde so hier liegen. So, mal nochmal überlegen. Der vierte, der muss eigentlich Linksdrehung, Linksdrehung, Linksdrehung. Also der vierte müsste eigentlich sich in Ruhe erst drehen können. So. Und der fünfte... Jetzt die beiden hier liegen. Der dreht sich einmal. Dann dreht er den, dreht den. Dreht er sich nochmal. So. So, jetzt greifen 4 und 5 zu. Drehen sich beide. So. Okay, der 5. muss ich dann erst einen weiter drehen. So, wir haben's. Und jetzt muss quasi nur noch einer... Wir haben quasi das hier so liegen. Und jetzt muss sich quasi nur noch einer... Sechs greift zu, zieht sich den um eins ran und ist fertig. Ach Gott, ey, furchtbar. Das ist richtig schlecht in allen Stats. Das ist teuer, das dauert lange, das hat viel Platz verbraucht. Ja, okay, es scheint sogar sehr schnell zu sein im Vergleich zu den anderen Cycles. Okay.
Okay. Da müssen wir ja so ein Ding bauen. Was genau ist denn das rechts für ein Ding? Steht zwar Machine Oil, aber... Das ist das hier, ne? Zinn. Aus LED und Quecksilber. Was machen? Der greift den, dreht sich zweimal nach links. So, haben wir schon mal den. Der kommt in die Mitte. So. Gott, ey, ich glaube, das geht alles viel einfacher. Ich weiß noch nicht wie. Kann ich den hier vorbei dingsen? Geht das? Ja. So, dann holt er den. Packt den da drauf. So, dann haben wir das Ding hier schon mal fertig. Und dann kann der Einser sich das eigentlich noch schnell holen. An welcher Stelle war der jetzt am Schluss? Das heißt nochmal zwei nach links. Eigentlich schon vorher machen, oder? Wobei, dann kommen die sich in die Quere. Holt sich das, dann eins nach rechts und dann ist der quasi auch fertig. So. Dann haben wir das schon mal. Könnte. Ich könnte irgendwie dafür sorgen, dass das in der Mitte.
dass das dann quasi einfach gedreht wird und dann wird rechts dann noch so ein Ding dran gepackt. Und zwei hat er dann sowieso erstmal nichts zu tun. Welcher Position ist denn dann zwei? So, zwei wurde dann quasi da öffnen. Hat das dann darauf gepackt. Geht dann nochmal zwei nach rechts und wiederholt dann quasi den ganzen Kram nochmal. Achso. Das muss natürlich vorher zugreifen. Und es muss einmal mehr drehen. Und eins muss, wenn zwei das zweite Mal fertig gemacht hat, muss dann auch nochmal wiederholen. Und welche Position ist eins dann? Hier. Muss dann quasi... öffnen. Dann nochmal nach links schließen, rechts. Jetzt haben wir es fertig. Und dann muss das Ding sich noch einmal nach rechts drehen, einmal nach links. Yes! Ja, wenig Platz, günstig, aber dauert dafür relativ lange. Ich find's irgendwie witzig, dass man daraus ein GIF machen kann.
win one game. Ach so, die sind deswegen frei, weil... Ah, okay, jetzt verstehe ich das, weil hier am Rand eben immer drei frei sind. Quecksilber geht dann mit den Metallen. Salt ist, ist im Grunde frei. Ja, aber es ist irgendwie so ein bisschen ein Solitärspiel, oder? Ich wüsste leider jetzt nicht so richtig, wie ich da taktisch rangehen kann. Da wird jetzt am Schluss irgendwas übrig bleiben. Kriege ich einen Hinweis, wenn es schon nicht mehr aufgeht? Ist schon vorbei, oder? Oder übersehe ich was? Ist wieder vorbei. Das ist sau schwierig. Thank you.
Das war dumm. Wieso ist denn das eigentlich nicht frei? Das verstehe ich nicht. Ach so, die müssen in der richtigen Reihenfolge. Ah. Das ist verloren. Aber ich glaube, 2, 3 Runden mache ich ja noch. Irgendwie finde ich das witzig. Welche Möglichkeiten haben wir dann? Kein Element, also können wir die Dinger nicht benutzen. Die könnten wir mit dem und dem benutzen, aber wir können die auch gegenseitig benutzen. So, Leben können wir mit Tod benutzen. Jetzt bleiben nur die beiden. Ich frag mich, ob die immer aufgehen oder ob das nicht immer der Fall ist. Ich glaube, es ist schon vorbei, ne? Dieses H-Ding müssen wir zuerst klären. Das heißt, das müssen wir freikriegen. Jetzt müssen wir dieses Schnörkel-Ding freikriegen. Wo ist denn das? Da. Brauchen wir jetzt wieder ein Quecksilber. So, jetzt brauchen wir dieses Ding. Da ist das. Das heißt, dann müssen wir uns hier erstmal durchfräsen. Haben wir schon. Das ist hier. Da brauchen wir jetzt aber auch nochmal so ein Quecksilber. Dann haben wir hier zum Beispiel eins. Achso, hier ist ja die Reihenfolge. So, den Mond. Brauchen wir denn noch ein Quecksilber? Da haben wir ein Quecksilber. Und das kann man, glaube ich, so dann einfach wegmachen. Ach nein, jetzt haben wir verloren. Nee, wir haben gewonnen. Juhu!
Und 10 games to continue. Naja, das ist... Nope. Hier mache ich jetzt aber erst nochmal eine kurze Pause. Bis gleich. So, dann machen wir weiter mit diesem nächsten komischen Alchemie-Dings. Irgendwie irritiert mich das ja immer noch, dass wir im Grunde keine Begrenzung haben. Vielleicht kommt das später auch noch. Okay, wir haben jetzt auch ein Lebensreagenz-Ding, was daran muss. Dieses Ding müssen wir bauen. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Da kann man quasi so ganz viel auf einmal drehen. So, ich würde jetzt sagen, dass wir erst Leben und Salz machen. Und das wird dann daran gedingst. Also wir machen dann quasi einen, der das rübergreift. Den können wir auch nehmen, um vorher da Salz dran zu machen. Ach so, wir haben direkt das als Reagenz. So, zwei schaufelt da das Leben hin. Der müsste das... Also, eins. So, das ist jetzt aber verdreht. So. Das kriegen wir jetzt aber hier nie wieder raus.
1, 2, 3. Ach, bei dem habe ich eins vergessen. So, jetzt haben wir hier das ganze Ding. Jetzt ist die Frage nur noch, wie kriegen wir es da weg? Eigentlich müsste der das dann einfach nach links wieder wegziehen können, oder? Jetzt muss ich das nur da so hinlegen. So. Das ist schon sehr schnell. Das ist Optimum. Okay, wir machen auf jeden Fall einen. Der erstmal dieses Ding hier herstellt. So, wie viele brauche ich davon? 1, 2, 3. So, das einmal so rum und einmal so rum. Achso, die haben wir schon fertig. Das heißt, hier muss ich das dann nur ranfügen.
Achso, ich krieg das ja hier nicht mehr raus. Soweit so gut. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz, warum das nicht alles parallel abläuft, also warum das Rewind, warum man nicht das erst wieder anfängt, wenn das auch durchgelaufen ist. Also warum denn die Schritte jetzt hier parallel? Aber soweit passt es doch, oder? Das ist quasi jetzt der Teil hier. So. Ich muss mal gerade nach der Pizza gucken. Ja, Moment.
So, dieses Spiel erlaubt glücklicherweise das Spielen mit nur einer Hand. Das sorgt dafür, dass ich jetzt nebenbei Pizza essen werde. Zumindest wenn sie ein bisschen kühler ist. So. Ey, das ist echt sau schwierig. Wir haben jetzt dieses ganze, diesen ganzen Komplex. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite auch so ein Ding ranpappen. Das ist die Frage. Können wir jetzt einfach nur drehen? Ja, das ist viel zu nah. Machen wir das über einen Track? Heiß! Thank you.
spielt der genau einmal, weil wie oft macht er das? Macht er das immer? Nach der kurzen Unterbrechung habe ich die Pizza aufgegessen und mir ein Bier geholt. Ich denke mal aber, dass wir dieses Spiel jetzt nicht mehr ewig spielen werden. Ich habe jetzt einen Eindruck gewonnen und ich muss sagen, ich mag es auch echt ganz gerne. Das Vierer-Ding, das soll doch eigentlich nur den nehmen. Das ist ja dann an der Stelle. Und den drehen. Moment, das hat...
Kriege ich das gedreht? Ja, ne? Das geht dann nämlich nach hier. Und hat dann hier die Abzweigung. Das heißt, ich müsste... das 1, 2, 3 mal nach links rumdrehen. Ja, ich bin nämlich mal gespannt. Also jetzt haben wir ja quasi die Einer noch, die Einer-Rätsel. Und die Frage für mich ist eben so ein bisschen... Hä? Wieso ist es weg? Okay. Also nehmen und dreimal links. Und eigentlich muss er das hier ja zweimal machen. Und zwar, wenn das hier... Eigentlich erst, wenn das hier abgeschlossen ist, ne? So? Nein. Okay, ich kann irgendwie Leerzeichen reinmachen über Z. Nee, ist einfach wirklich nur ein Zurück und Vorwärts. Ah! So, 2 macht jetzt auf und 4 greift zu. Und 3 habe ich nicht ordentlich resettet. Okay, 4 muss noch warten, bis es zurückgeht. Beziehungsweise... Ja, es dreht sich erst zurück. Ja, soll 4 einfach noch ein bisschen warten. Jetzt ist 3 zu früh. Das ist jetzt fertig, ne? Die Frage ist jetzt nur,
kann das 3 einfach noch eins zurückgehen und hat es dann? Oder macht er das automatisch? Ich verstehe das leider nicht ganz mit dem, ich boss immer noch mal nach. Achso, und beim zweiten Mal soll er es aber gar nicht loslassen, sondern dem Moment, wo er es eingeklackt hat, kann er eigentlich nochmal zurückdrehen und dann von vorne. Moment, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Also er muss da einfach noch warten. Ne, er muss noch länger warten. Er muss das ja quasi machen, nachdem Zephira sich da dreht. Nee, es stimmt ja nicht, wenn er sich einmal dreht, dann ist es ja da. Kommt der von... Er hat das Blaue in der Hand, dann kommt er da nie dran. Also eigentlich sieht es dann am Schluss so aus. Es war unnötig teuer, aber ist egal. What? Wieso geht das denn nicht? Wieso lege ich denn da noch einen hin?
Hä? Moment, ab welchem Schritt habe ich den schon fertig gebaut? Den hier, das war immer schon falsch alles. Ja. War nicht gut, aber es geschafft ist geschafft. Okay. Achso, Moment. Ach, das ist wieder Sigmas Garden. Da haben wir quasi eine Partie und wir können das noch weiterspielen. Bei 10 Wins geht's ja noch irgendwie weiter. Ja, erstmal nicht. Okay, das Ding müssen wir herstellen und wir haben nur eins.
So. Dann nehmen. Zwei nach rechts. Ablegen. Zwei nach links. Nehmen. Eins nach rechts. Repeat. So, das Ganze. Irgendwie verstehe ich, irgendwie glaube ich, dachte man, konnte ich es auch irgendwie kopieren oder so, aber kann ich irgendwie nicht. War sowas nicht irgendwie im Menü? Control, left mouse and drag, okay. Achso, okay. Achso, naja, dumm. Es geht ja dann jeweils in die andere Richtung. So, ich mache mir jetzt aber erstmal ein hopfiges Kaltgetränk auf. Prost! So, zwei nach links, drop, zwei nach rechts, nehmen eins nach links, repeat. Okay, 3 greift dann zu, wenn 1 fertig ist. 2 nach links. Und drop. Und 4 greift dann zu, wenn 2 fertig ist. 2 nach rechts. Dann wieder eins nach links. Geht das? Wieso fängt denn schon 3 und 4 an, irgendwas zu tun, wenn die noch nicht fertig sind? Wieso ist denn 1 an dem Punkt noch nicht fertig? Wieso macht das zweite Teil nicht da gebacken? Nee. Nee, 2 nach links, loslassen. 2 nach rechts, nehmen links. Wieso geht das nicht?
Achso, eins wird schon wieder von vorne. Aber wieso will dann eins schon wieder... Leute, verstehe ich's nicht. So. Eigentlich geht das immer so. Ich verstehe das gar nicht. Moved in two different directions. Jetzt sind doch gerade 1 und 2 da dran. 2 will nach links und 1 will zugreifen. Aber ich verstehe gar nicht, warum er da schon wieder zugreift. Wieso repeatet er denn hier schon? Na gut. Drei ist eins zu wenig rum. Nee. Drei muss es erst noch eins nach rechts drehen. Okay. Ja, und vier kann es nicht abliefern, weil... So. Nee, aber es müsste eigentlich passen. 4 muss es nur noch eins weiter nach links drehen, oder? Na gut, aber anscheinend kommen jetzt nicht noch neue Restriktionen oder sowas.
So. Meine Idee ist jetzt eigentlich, dass der einer greift, zwei nach links. Dann wieder nach rechts. Dann lässt du das. So, der kann es jetzt nehmen. Und nach links bringen. Das ist irgendwie dumm. Ja, der macht mal erst das Normale. Also erst nehmen. Eins nach links. Loslassen. Dann nach rechts. Nehmen. So. Und wenn er das normal losgelassen hat, dann nimmt der den, geht ein nach links, eins zurück, loslassen, eins vor, nach rechts, nehmen. Links und repeat. So, dann haben wir hier dieses Stück oder dieses Stück. So, der Dreier schiebt es dann rüber.
Und dann haben wir hier einen. Der das festhält, nach rechts rüber geht. Dann haben wir hier schon mal so eine Kette. Ach, da kann ich nicht nach links fahren. Ach Gott, das ist ja blöd. Ey, er muss. Moment, der einer nimmt den, muss zwei nach links, den loslassen. Dann muss er zwei nach rechts. Den nehmen. Dann muss er drei nach links. Dann eins nach rechts. Und dann repeat. Ja, und der zweite muss natürlich jetzt später anfangen. So, dann haben wir das, das und jetzt muss noch ein rotes dahin. Warte mal, aber geht das denn hier zu früh rüber, das Dreier-Ding, ja, ne? Ist auch falsch, wir müssen ja nicht in einer Reihe sein. Oh Gott, ey.
Ja, ist falsch rum. Okay, man kann also hier so durch die Gegend fahren, auch immer mal. Ach, ich weiß gerade irgendwie nicht, wie ich das lösen soll. Also weit so gut. Die beiden sorgen dafür, dass wir hier so eins fertig haben. So. Und das zweite könnte dann sagen, okay. Dann schiebe ich dir das eins rüber. So, das wird ignoriert. Okay. Dann haben wir das rote Ding und dann hier auf die andere Seite gepackt. Thank you.
Das heißt, wir haben eine Maschine, die das baut und wir haben eine Maschine, die das jetzt hier ablegt. Achso. Das heißt, so weit sind wir jetzt. So, und dann wollte ich hier so eine Schiene machen. Der fährt dann darüber. Ach Gott. So, und das müsste jetzt eigentlich nur einmal nach links drehen. Und ablegen. Oh Mann, ey, mich blendet die Sonne so krass und es ist schon durch einen Vorhang durch. Kleiner Moment. So, ich habe den Vorhang mal an der Stelle ein bisschen zusammengeschoben. Das funktioniert jetzt ein bisschen besser. Genau, nochmal kurz gucken, wo wir jetzt sind. Das ist echt ein bisschen doof, dass man nicht ab dem Punkt, wo man ist, einfach dann schon mal weiter überlegen kann. Kriegen wir noch so ein Ding, kriegen wir ja komplett zusammen dann noch. Dann ist nur die Frage, wie verbinden wir jetzt die drei roten?
Also an dem Punkt, wo der hier ist, kann der Vierer eigentlich schon ins Feuer eins greifen. Den dreimal nach links schieben. Und der Dreier müsste das ja eigentlich einfach nochmal rüberschieben können. Dass es dann hält, oder? So, jetzt müssen wir dann drauf warten, dass 1 und 2 den Kram nochmal komplett doppelt machen. Achso, die müssen aber auf Anfangspositionen. Sonst müssen wir dafür sorgen. Sonst funktioniert das ja natürlich nicht. Wo ist 1 am Anfang? 1 oben rechts. Das heißt, 1 muss eigentlich nur 2 nach oben rechts gehen. 2 nach rechts drehen. Dann ist das wieder die Anfangsposition. Und 2 ist da und 2 ist am Schluss da. Das heißt, 2 muss nur 3 mal drehen. Das ist alles super ineffizient. Aber ich versuche es jetzt erstmal überhaupt irgendwie zu lösen. Okay, jetzt muss ich 3 hier noch holen. Also 1, 2, 3 mal minus. Dann immer nach links drehen. Greifen. Dann irgendwie so. Sollen wir mal gucken. Ach so, und dann können wir nicht mehr rüber mit dem. Ach so, aber ich will auch gar nicht mit dem. Ich habe anscheinend vergessen, den abzulegen. Okay, da ist 3 jetzt zu schnell. Okay, so sieht's jetzt aus. Und eigentlich müssten wir nur. Den eins nach rechts schieben noch. Und der muss umgekehrt. Das
heißt, drei muss, bevor er ganz zurückfährt. So, und wenn ich jetzt zurückfahre, so den, dann nehme ich mir den. Dann muss ich quasi nochmal nicht nach links drehen. Und den dann nach rechts drehen. So, nee, nicht so früh wieder zurückfahren. Okay, jetzt müsste ich den dreimal nach links drehen. Und dann zweimal nach Plus fahren. Okay, noch einmal mehr links drehen. So, jetzt haben wir es im Grunde. Jetzt nur die Frage, wie kriegen wir das denn jetzt weg? Ja, wurde es nie, oder? Kriegen wir da nicht raus? Na doch, indem wir einfach noch ganz viele Minusdinger daran setzen. Oh Gott, das ist schlecht, ey. Quatsch. Und den müssen wir jetzt da irgendwie reingedreht bekommen, oder nicht? Welche Stelle haben wir ihn denn jetzt am Schloss? Ach, falsche Richtung. Es geht eigentlich darum, das möglichst effizient zu machen und das ist, glaube ich, hier alles ganz furchtbar.
Okay, also wenn ich ihn jetzt noch ein weiterdrehe und wenn ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte weiterfahre, dann habe ich es. Ja, ist ganz. Eigentlich wäre es natürlich sinnvoller, das jetzt einfach kürzer zu machen. Ich mach's einfach irgendwie sinnlos kompliziert. Ach Gott, das wird eine ganz schlimme Auswertung. Alles wartet aufeinander, alles ist schlimm. Boah, na gut, Area. Cycles mehr als alle anderen. Na gut. Na gut, dann mache ich jetzt aber hier erstmal Schluss. Ich muss sagen, ich mag das Spiel. Ich habe aber eigentlich, habe ich immer Bock eher, dass das Spiel mir Aufgaben stellt und es ist irgendwie schwierig, die zu lösen. Und hier ist es jetzt so ein bisschen so, dass man im Grunde die Aufgaben alle brute-forcen kann, weil du hast unendlich Ressourcen. Und wenn einem nichts mehr einfällt, so wie eben, dann baue ich halt irgendwie eine ganz lange Bahn, dann fahren wir es irgendwie rüber und haben da wieder Platz, um das irgendwie zu drehen und so. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Ich hätte eigentlich viel lieber, dass man nicht irgendwie alle Sachen benutzen kann und alle Sachen beliebig oft benutzen kann, sondern dass gesagt wird, okay, wir haben zwei davon und 120 Gold oder keine Ahnung was. Und das muss in maximal 30 Schritten gelöst werden oder irgendwie. Dann können die Aufgaben quasi auch ein bisschen simpler sein, aber durch die Restriktionen hat man dann wiederum genügend Schwierigkeiten. Und es gibt irgendwie noch so ein paar Extra-Missionen. Es gibt hier irgendwie noch The Journal. Und da wird direkt gesagt, das ist aber hier super schwierig. Spiel das bitte nur, wenn du das Spiel schon mal durchgespielt hast. Von daher werde ich mich da jetzt nicht dran begeben. Vielleicht ist ja dann genau da drin sowas, wie ich jetzt irgendwie ein bisschen vermisse. Aber anscheinend muss man hier auch nur irgendwelche komplexeren Dinge dann irgendwie bauen. Und ich muss sagen, vielleicht liegt es jetzt an mir, weil ich eben ein bisschen programmieren kann. Aber mir fehlen so ein paar Sachen, die man eben kennt. Für so Ablauf. Wie sagt man? Ablaufsteuerung? Nee, das hat nochmal einen anderen Begriff. Aber ist auch egal, dass man dann sagen kann, okay, wenn du da bist und du findest nichts, dann spring bitte hier rüber. Oder dieses Ding machst du jetzt bitte dreimal und dann fängst du erst ganz von vorne. Oder irgendwie sowas. Das hätte mich noch ein bisschen gefreut. So ein bisschen wie Human Resource Machine oder 7 Billion People. 7 Billion Humans? Das fehlt mir hier so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, ich, vielleicht weil ich die Befehle auch noch nicht gut genug kenne, aber dass ich das Gefühl habe, dass ich doch manche Sachen öfters hinschreiben muss und dann die nochmal dahin kopieren und die nochmal dahin kopieren. Und das ist eigentlich total unnötig und das macht es auch irgendwie total lang und schwierig zu sehen. Naja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es nochmal weiterspielen. Das hat jetzt auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Hab noch einen schönen Abend. Ich bin noch. Ich guck mal, vielleicht wechsle ich gleich noch rüber zu Red Dead Redemption 2. Ich mache jetzt aber in diesem Fall hier erstmal Schluss. Ja. Bis denne. Tschüss.